Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Lebensmittelhändler oder Bäcker. Da war Hund. So, kleines Winterupdate. Heute ist der 9. Januar. Wie man vielleicht sehen kann, ist dann doch mal wieder Winter geworden. Jetzt gestern hat es ein bisschen geschneit. Also es hat den ganzen Tag geschneit, aber mal nur so ganz leicht, ganz paar Flocken, sodass man mal dachte, so ja, pff, da bleibt eh nichts liegen. Aber im Endeffekt hat es dann doch für 10 cm gereicht. Ja, ist richtig schön. Die Bäume sind wieder alle komplett weiß. Es ist sehr ruhig, wenn ich nicht, mich nicht bewege. Sam, komm hier. Sam, komm hier. Hier. Ja, mein Hund hört aufs Wort. Na los, bring her die Püppi. Bring her die Püppi. Der will unbedingt spielen. Bring her die Püppi, komm. Ah, traut er sich wieder nicht. Ja, ich mag das immer, wenn die Bäume so weiß sind, so, das ist so schön. Der Schnee so laut ist. Alter Jim Carrey-Witz. Das ist der lauteste Schnee, den ich jemals gehört habe. Na, traust du dich wieder nicht, du Feigling. Na los, nimm die Püppi. Na los. Oh, liegt ein bisschen Pappe drauf. Traust du dich deswegen nicht? Mann, Mann, Mann. Du bist der größte Schisser vom Herrn. Was für ein Herr, was für ein Herr eigentlich? So. Achso, der hat ja gerade gegessen. Da darf er ja nicht spielen eigentlich. Ach, jetzt hat er mich wieder verarscht. Wir lassen unseren Hund eigentlich immer nicht so gerne spielen nach dem Essen. Damit er sich nicht den Magen verdreht zum Beispiel. Jetzt wollen wir großen Hunden immer ein bisschen aufpassen und deswegen habe ich jetzt Mist gebaut. Und du darfst jetzt nicht spielen. Sam, hier. Mehr ist nicht. Komm, wir gehen rein. Komm, wir gehen rein. Na los. Hier rein. Good boy. Und aus. Good boy. Du siehst aus, ey. So. Eigentlich wollte ich euch ja noch die Hühner zeigen. Und Susi heute bei Eiseskälte noch sauber gemacht. Das wollen wir ab und zu mal ein bisschen sauber machen. Und sie legen wieder Eier. Sie haben angefangen, jetzt, wenn der Winter kommt, haben sie angefangen, Eier zu legen. Na, Mädels, geht's euch gut? Na, Vögel da oben wieder. Nur kleine Spatzen hier oben drin oder sowas. Naja, ihr vertragt euch hoffentlich. Ja, wo war ich? Ja, Eier haben sie gelegt. Ein paar jedenfalls. Aber
bei minus, ja, heute Nacht waren es locker minus 20 Grad. Hier drin sind es dann meistens noch so minus 7 bis minus 10. Ist ja ein bisschen isoliert hier drin alles. Da muss man halt schnell sein. Entweder morgens oder abends immer noch mal checken, um das Ei zu holen, bevor es gefriert. Weil dann platzen die auf und dann kann man die auch nicht so richtig gebrauchen. Das ist immer was Neues, immer wieder. Das ist unmöglich. Weil wie hat letztens gerade einer geschrieben, warum ich denn nach Kanada gezogen bin und mich dann über die Kälte beschwere oder ich über die Kälte meckere. Ich mecker nicht, du musst mich noch nicht meckern hören. Das ist alles in Ordnung. So, einen Tag später, 11. Januar. Und ja, die Wettervorhersage war richtig. Es hat die ganze Nacht geschneit, es schneit immer noch. Goodbye! Das schneit sogar ganz gewaltig. Also der normale Schnee ist ungefähr hier so, auf die Höhe. Das hier ist unser Schneewehe. Die wir immer haben. Ich krieg die irgendwie nicht weg. Jetzt habe ich schon zwei Schneezeilen und krieg trotzdem diese Schneewehe hier nicht weg. Ich muss mal da einbauen. Ja. Aber Sam freut sich. Genau, Sams Wetter. Ja, wir haben minus 17 Grad dazu noch. Richtig kalt. Aber durch die Wolken irgendwie, ich weiß nicht, und durch den Schnee wahrscheinlich. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es ist relativ wenig Wind gerade. Schnappen, ja. Ach, verdammt. Ja, es geht eigentlich. Wenn man so ein paar Minuten nur draußen ist, dann geht es im Hoodie. Braucht man keine Jacke. Aber ja, es schneit. Es schneit. Uch. Ja, hast du Spaß? Du hast Spaß. Er liebt das so sehr. Oh, da ist doch ganz schön windig da hinten. Naja. Kleines Winterwetter-Update. Ich glaube, ich gehe gleich wieder rein. Ich kann das meinem Hund nicht verklickern, dass ich wieder rein will. Haha, verarscht. Jo. Ja, wurde ich schon mal gefragt, warum die Schneefräse hier draußen steht. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Die verliert Benzin. Da ist irgendein Froststopfen kaputt oder irgendwas. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man den repariert. Habe mich auch nicht weiter darum gekümmert. Hoffe, dass der Traktor regelmäßig kommt. Jetzt steht sie halt hier rum. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich habe genug zu tun. So, heute ist der 11. Januar. Der Truck ist im Shop. Na, willst du nicht mehr? Einmal noch? Einmal noch? Gib mir den! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Tja, der Truck ist im Shop. Vorbeugende Wartungsarbeiten. Ventilspiel einstellen. Einen etwas quietschenden Riemenspanner austauschen und ein paar Filter wechseln. Def-Filter, Airdryer, Cartridge, Lufttrockner. Good boy. Na, raus. Aus. Du siehst aus, ey. Ja, und er soll heute fertig werden und morgen soll ich wieder raus. Sehe ich aber noch nicht so ganz bei dem Wetter. Die meisten Straßen sind gesperrt oder technisch nicht befahrbar. Ich soll morgen raus. Schauen wir mal. Uhu! Es wird Frühling! Heute ist der 26. Januar. Tada! Und es wird Frühling. Und nächste Woche werden Plusgrade. Dann wird richtig Frühling. Aber nur für anderthalb Wochen. Mal gucken.
Lektüre beim Chiropraktiker. Mensch. Und nach dem erfolgreichen Einrenken kann man sich den Körper wieder mit Fastfood zerstören. Philly Cheesesteak Poutine. Noch nie gehabt. Wings in zwei verschiedenen Varianten. Und ein Burger. Chicken-Burger. Ein Chicken Schnitzelburger. Ja. Zeig mal Schnitzel. Los, wir sehen. Ist ja nicht drin, ist das. Hm. Lass dir schmecken. Mhm. Sag mal, der ist frisch gewaschen. Vor zwei Tagen oder so. Was essen heute überhaupt? Boah, ich hätte meine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Okay, also heute ist der 27. Januar 2024. Frohes Neues! Ja. Der Winter ist vorbei. Ich beende jetzt hier mit dem Winter ganz offiziell. Sam nutzt das nochmal richtig aus. Weil wir haben hier 1 Grad plus. Ja. Wir haben 1 Grad plus. Die Sonne scheint. Wir hatten eine ganze Woche grau in grau. Quasi Deutschlandwetter. Und jetzt ist hier wieder richtig schön. Und der Kleine hat einfach Spaß am Tiefschnee. Na, komm hier. Nein, ich muss mein Spielzeug verstecken. Ja, wir nutzen das Wetter und latschen ein bisschen. Soll nämlich gut sein, weißt du, für die Gesundheit und so. Hm. Ja, fürs Gemüt auf jeden Fall. Das ist schon schön. Richtig schön.